Der Winkel A der Hauptspitze eines gleichschenkligen Dreiecks ABC misst 48 Grad. Wie viel misst der Spitzewinkel, der gebildet wird durch die Winkelhalbierende am Punkt B und durch die Höhe, die C enthält? Hier ist dieses gleichschenklige Dreieck ABC und den Winkel an der Hauptspitze bezeichnen wir mit Alpha. Hier ist die Winkelhalbierende am Punkt B, das bedeutet also, dass dieser Winkel, Beta, genauso groß ist wie dieser Winkel, den wir also ebenfalls Beta nennen. Da dieses Dreieck gleichschenklig ist, haben die zwei Basiswinkel dieselbe Öffnung, also der Winkel ACB hat als Öffnung 2 mal Beta. Hier ist die Höhe, die den Punkt C enthält. Sie schneidet AB im Punkt H und das in einem rechten Winkel. Dieser Schnittpunkt wird mit I bezeichnet und was wir suchen, das ist dieser Winkel Gamma. Die Öffnung dieses Winkels Alpha beträgt 48 Grad. Die Summe der Innenwinkel des Dreiecks ABC, des großen Dreiecks ABC, beträgt 180 Grad. Und die Summe der Innenwinkel, das ist Alpha plus 2 mal Beta plus 2 mal Beta, also Alpha plus 4 Beta. Wir ersetzen Alpha durch 48 Grad und setzen diese 48 Grad rechts rüber, dann teilen wir noch alles durch 4 und erhalten so, dass Beta gleich ist zu 180 Grad minus 48 Grad geteilt durch 4. Also beträgt Beta 33 Grad. In diesem rechtwinkligen Dreieck BHI hat dieser Winkel BIH genau dieselbe Öffnung wie Gamma, weil es ja Scheitelwinkel sind. Und zusätzlich gilt, in diesem Dreieck BHI ist die Summe der Innenwinkel gleich 180 Grad, also Beta plus 90 Grad plus Gamma, das macht 180 Grad. Wir setzen die 90 Grad rechts rüber, dann ersetzen wir Beta durch 33 Grad und setzen diese 33 Grad ebenfalls rechts rüber. Und somit erhalten wir für Gamma 180 Grad minus 90 Grad minus 33 Grad, das heißt 57 Grad. Demzufolge ist Antwort D die richtige. Im nächsten Tutorial werden wir eine weitere Frage der Mathematik-Olympiade beantworten.